Also natürlich ein FOV von 100 Grad. Das ist super. Es dreht. Hallo, die Kamera filmt. Filmt denn die Kamera? Wie sitzt ja, hier? Ich sehe keine rote. Ich sehe keine rote. Hallo. Guck mal, ob der rote Punkt da ist. Nee. Ja, da leuchtet was rot. Ja. Oh, was? Ja. Das leuchtet genau da rot, wo ich jetzt der kaputte X. Ah, deshalb sieht man das nicht. Das geht down. Hallo zusammen. Filmt die Kamera. Geht nochmal gucken. Ja, ist immer noch im Kopf. Da, also hat rot. Sich auch nicht bewegt. Und wer ist das? Das ist der Hoko Kill. Also, so, ja. Aber das Mod stabilized der Kopter. Da kann keine NASA mit. Hallo zusammen. Wir lassen heute jetzt den Abend ein bisschen ausklingen und dachten, wir reden mal über FPV-Brillen. Es ist schon, sobald ich FPV-Brillen gesagt habe, haben die Leute gesagt, ja, aber jetzt kannst du mit dem Handy sowas machen, mit so einem Cardboard. Ne? Du einfach ein paar Linsen fürs Handy und dann hast du schon einen Head-Tracker drin. Und hast einen sehr hochauflösenden Bildschirm mit 3D-Funktion und allem. Das heißt, eigentlich wäre das gut. Nur ich befürchte, Leute, die Latenz wird uns nicht ausreichen. Das ist ja der Grund, warum wir auf Analogtechnik die ganze Zeit noch hocken, obwohl eigentlich Analogtechnik niemand mehr braucht. Aber alles ist an Analogtechnik schlecht. Nur die Latenz ist gut. Und das Verhalten bei schlechtem Signal. Ja eben. Es geht nicht einfach aus. Sondern wird grisselig oder irgendwas. Ja, du merkst es dann auch, dass es wird schlechter. Und es ist nicht schlagartig weg. Ja. Und heute dachten wir mal, wir reden darüber, was Valkera dann demnächst macht. Wir haben eine Valkera-Brille, das Goggle 2. Und wir haben dieses Ungetüm hier noch nicht ausgepackt. Das ist die Dominator oder Dominator der HD. Der dicke Hai-Beherrscher. Der dicke Hai-Beherrscher hat hohe Definition 2. Definition 2. Okay, definiere. Ich definiere. Das ist also das Neueste vom Neuen und das Beste vom Besten. Und jetzt bringt aber Valkera auch so eine sehr ähnliche Brille. Das heißt, die sagen, dass die Goggle 3 auch Glaslinsen haben wird, genauso wie die. Dass die auch HDMI-Eingang haben wird, genauso wie die. Und die gleiche Auflösung, oder? Und die gleiche Auflösung und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt habe ich das... Ja, und 3D-fähig ist die. Genau. Und 3D-fähig, genauso wie die. Das heißt, ich habe die im Grunde nur gekauft, um die mit Valkera zu kaufen. Nur die gibt es schon zu kaufen. Ja, die gibt es schon zu kaufen, die ist aber sauteuer. Das ist blöd. Aber, naja. Lass uns die auspacken. Also ich habe sie noch nicht ausgepackt. Christian, hilfst du mir? Unboxing! Also, Hoko, ist denn schon Weihnachten? Und du holst dann immer die Sachen und wir erzählen. Also das ist eine Box. Aber, und sie ist weiß. Und ist die weiß tatsächlich? Aber nur die Box. Also guck, was ist das hier? Enjoy. 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 RC, QC. Ist das nicht so ein Garantieschein? Oder? Das ist, hallo, ist da jemand? Ist da jemand? Rasierfarbe. Schau mal, was da noch drin ist. Jetzt wird's lustig. Mit das, was ist das? Guck mal, das ist ein Aufkleber. Ich gehe mal nach vorne den Leuten zeigen. Das ist ein Aufkleberset irgendwie. Aufkleberset mit Haien. Mit Haien. Zeig doch mal die Warntafel, wann das QC-Pass gekriegt hat. Und QC-Pass hat es gekriegt am. 22.10.2015. Wie vielten haben wir jetzt? Heute ist der Weihnachten, 27.11. Aha. Also es ist schon 4 Wochen alt. Wow, so ein das altes Zeug schon, verkaufen die. Bei Valkera bedeutet es schon, dass ein Drittel rum ist. Und hier das haben die noch irgendwie ein T-Shirt. Genau. Das ist ein T-Shirt oder sowas. Ein T-Shirt? Quatsch, das ist nur eine Brillenbeutel. Das ist doch ein Beutel. Ist das irgendwie so ein Sturmhaube? Hallo. Okay. Aber das ist aber amerikanische Größe, oder? Also es ist für die Mädels wahrscheinlich, die Kopter holen, oder ich weiß nicht. Ja. Also kaum aufzutrinken, könnte ich. Bitte. Also Leute, die, die da reinpasst, die soll meinen Kopter nicht holen. Es ist das schneiden wir raus. Also Leute, es ist kein Witz, es ist eine Unterhose. Mit einem Hai. Ist ja auch nur eine Fett-Shark. Hättest du mal eine Thin-Shark genommen, da wäre ein Tanker drin.
Es ist eine fette Charcuterie. Also ich fand das vermutlich dann doch für den Piloten selbst. So. Das ist der Handwärmer, damit der an der Funke die Finger im Winter... Ja, oder man muss es halt irgendwie... Ich mache jetzt hier den Reißverschluss auf, also an dem Etui. Es ist eine Fat Shark drin, das ist überraschend. Ah, guck, wieder weg, ist ja langweilig. Packen jetzt aus, da ist ein Kabel, HDMI. Oder sowas ähnliches. Ja, das, ich zeig deine mal. Oder, zeig du das. Achso, ich soll das mal erzählen. Also wir haben jetzt hier ein HDMI... Hallo, bisschen ernsthaft hier, ja. Ein HDMI-Kabel noch also, gesehen. Ja. Das ist also aus der Raumfahrttechnik. Eine Raumfahrttechnik, ja, das handelt sich Käppchen. Hier... Und ein mit Caption, ja. Wir ja, können das auch mal hier so abmachen, dass man mal sieht, dass das auch wirklich HDMI ist. Vielleicht nicht in die Linse pieksen. Also das ist ein HDMI-Kabel. Genau, bring doch mal zurück. Mach doch nicht so. Da dauert doch noch 15 Minuten. Weiter. Da ist eine Bombe mit zwei Kabeln. Das dürfen wir nicht veröffentlichen. Damit kommst du nie durch den Flughafen. Und dann musst du nämlich zeigen... Also guck mal hier, ja, da steht Fat Shark an der Seite. Guck mal, das ist hoch, ja. Okay. Achso, wieso muss ich... Ich muss da selber auch noch mit drauf. Na gut. Du musst immer so böse gucken. Achso, böse. Okay. Böse gucken ist wichtig. Das heißt, du hast hier steht Fat Shark und hier hast du Warning und so. Aber das hier ist geil. Guck mal, du drückst und du kannst so gucken, wie viel Akku noch hat. Das ist so wie das, was hier bei Gens Ace jetzt demnächst auch überall und das hier ist mit so einem Schutznüppelchen. Und da, guck mal da. Ein XH! Cool! Guck mal, kannst du so ein Steckerchen hier so deponieren. Zack. Das ist und dann so ist er da so. Ne? Das ist durchdacht. Total geil. Okay, das ist der Akku. Ich darf jetzt nicht im Mikro umfangen halten. Wir haben Adapter. Ja, ich lauf dann mal, ne? Das hier sind Adapter, ne? Also einmal Banane. Banane. Ja, also das ist Banane, genau. Und das hier ist einmal HDMI zu kleinem HDMI. Und dann haben wir einmal Micro-USB zu... Zu HDMI. Was? Hä? Nein, das ist Micro-HDMI. Das sieht aber aus Micro-USB. Guck mal. Es gibt ein Micro-HDMI. Also das ist alles korrekt. Und das hier ist ein Analogkabel. Das heißt, das schließt ihr an euren Empfänger an. Und dann das schließt er an eure. Das ist aus der PlayStation 1-Zeit. Das ist jetzt hier für die Augenbrauen, dass man so zu Karneval sogar zwei Stück. Die Doppelbrille. Sag ich gleich, wofür das gut ist. Es ist tatsächlich eine Brille enthalten. Wow. Mit Lüfter. Mit Lüfter oben drin. Mit Lüfter. Ich geh mal zeigen. Ich geh mal zeigen. Genau. Komm mal mitgucken. Weil der größte Lüfter macht ja bestimmt ein ganz angenehmes Geräusch. Ja. Nehmen wir aus. Ja? Ja, und das ist ein kleiner Lüfter. Hier oben drauf. Genau. Ist der Kopf da schon an? Nee, ist nur die Brille. Und hier wird er gespeist, ne? Der wird über 2S gespeist. Genau. Hol mal den Akku. Ja, genau. Wollen wir den Akku mal? Wir gucken mal, ob der Lüfter geht. Genau, und hier hat die so alle möglichen Controls. Die schöne Brille. Was weiß ich. Genau, und dann machst du in 2S mal da dran. Da so dran. Genau, das kommt hier da rein. Ja, und da oben kommt das Balance-Kabel, kommt da oben rein. Guck mal hier. Genau, der Balance-Kabel kommt oben rein. Das sieht gut aus. Ha! Ist drin. Genau, also die Brille zeigt jetzt sehr scharfes, aber graues Bild. Ist der Lüfter schon an? Der Lüfter ist nicht an. Um den Lüfter anzumachen, musst du da drücken. Der oben ist da, drück mal, warte mal, wir machen den Lüfter. So, und jetzt mach mal drück. Ich höre nichts. Wir auch nicht. Ja. Nur euren Kühlschrank da hinten. Wir haben den Kühlschrank. Ja, also man hört nichts. Ich glaube, der Lüfter ist zur Belüftung der Augen da, damit das nicht mehr beschlägt. Genau. Ja, genau das ist es. Das soll. Ja. Gehen wir mal zurück. Das heißt, das ist jetzt so die Fat Shark Brille. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ach so, das klebt man da so rein. Oder wie? Ich glaube, wenn ich mir das so auf die Stirn setze, ist das ein bisschen unangenehm. Deswegen haben wir hier diese Augenbrauenpolsterung. Da kann man auch Linsen reinstecken. Ja, das heißt, so klebst du das da rein. Wahrscheinlich. Das habe ich bei meiner Skyzone auch. Da werden hier Linsen reingeschoben. Für Brillenträger mit Dioptrien. Das ist die Dioptrien. Ja.
Ich glaube nicht, dass die... Dass was und wenn die Herren sich das angucken, zeige ich euch nochmal, was die hat. Die hat hier eine Warnung. Ja, hält sie die zwei Pakete oder macht ihr das? Ja, ist ja... Und ein Tuch. Wenn ich das schiebe, verschiebe ich genau. Augenabstand lässt sich hier einstellen und so ein paar andere Sachen. Vergesst nicht die Zuschauer, reden und, nicht alle und da war noch ein Tüchlein, hast du es schon gezeigt? Ein Tüchlein habe ich schon gezeigt. Aber hier ist eine Warnung, lasst die Brille nicht zur Sonne liegen, sonst zerbrät euch die Sonne die Monitore. Das ist übrigens... Ja, weil durch Brille. Die Linsen ja. natürlich... Naja, wird es schon gebündelt. Logisch. Ja, aber wer denkt denn an ja. sowas? Denkst das du? Lernt man. Ja, durch Erfahrung. Aber hier ist eine Warnung, da kannst du immer dran denken. Das ist für eine Klappe. Ja, für die SD-Karte vielleicht. Aber was die nicht drauf geschrieben haben, ist, dass du es nicht in der Mikrowelle trocknen sollst. Das finde ich blöd. Da kommt der Empfänger. Die Katzen immer ins Fell gebrannt, dass man die nicht in die Mikrowelle schickt. Er soll so laut sprechen, dass sie zuschauen. Achso. Also da kommt der Empfänger rein. Immer bei Fat Sharks, also da passen halt alle Fat Sharks im Weg. Aber die muss man erstmal dazu. Muss man dazu kaufen, also du hast jetzt keinen gekriegt, einfach so. Nö, nee, den musst du kaufen, weil es gibt ja verschiedene. Und das ist dann blöd, wenn du dann den falschen mitbekommst. Ich könnte jetzt nicht den aus der Valkera Goggle ausbauen, oder? Dafür? Nee, der ist eh fest. Der ist fest, okay. Der ist fest, aber wenn du sehr geschickt bist, kriegst du schon den. Ja, gut. Ja, mit ja. einem Lötkolben und einer Axt. Ja. Was ist die andere Klappe? Da sind noch zwei. Die andere Klappe hatte ich schon mal in der Anleitung im Internet geguckt. Da hast du die Möglichkeit, den Headtracker irgendwie unterzubringen. Aber die Klappen gehen ehrlich gesagt total schlecht auf. Das sieht auch nicht so schön aus da mit der, mit der Verarbeitung. Irgendwie. Ich glaube, lieber andersrum, oder? Ja, jetzt mache ich die einfach kaputt und dann ist das halt so. Ja, lieber andersrum. Ja. Ja, so, so geht die sogar drauf. Kaum macht man es richtig schon richtig rum, passt es. Hey, Magie. Ja, und auf jeden Fall da ja, Headtracker. Da wäre der Headtracker. Oder gibt es noch andere Erweiterungen? Ja, und das Ding hat hier für eine SD-Karte einen kleinen Einschub zwischen den Augen. Nee, Leute, kein Scheiß. Das wie die rausspringen. Mikro-SD-Karte. Das ist hier eine Micro-SD-Karten-Einschub. Ja, dann gehst du ins Krankenhaus und erklärst das. Ja. Können wir mal die 64 GB aus dem Hirn reparieren? Wir haben da ein Speichermedium mit ihren Nasenbeinen entdeckt. Ja, das ist meine Brain-Extension. Okay, das heißt, das ist hier die Fat Shark. Die hat aber auch keinen Dual-Diversity-Empfänger, ne? Nee, das kriegst du nicht. Den Diversity-Empfänger kannst du in die nicht einbauen. Nee. Gibt's auch keinen dafür? Nee. Passt ja noch einer rein, passt ne? Einer, du ja, aber nicht diese Klappe dauernd aufmachen. Am Ende ist die kaputt. Ist jetzt schon kaputt. Kam so. Das war ich nicht. Ja, und unten kannst du halt den Dioptrien. Ja, und jetzt, Dioptrien, das ist Augenabstand. Jetzt weiß ich, warum Dioptrien. Da die Hundehose dabei ist, weil man sich da in die Hundehose macht. Deshalb ist eine zweite dabei. Und da kannst du den Headtracker auch anschließen und sehen. Ja, da steht Data. Mhm. Ja, das Kopfhörer, das finde ich besonders lustig. Nee, der Grund, warum du das hast, ist, weil du damit auch Filme gucken kannst. Ach so. 3D-Filme sogar. Weil jeder. Von FPV flügen. Ja, du ja immer. Ja, weil jedes Auge natürlich einzeln. Und was ich interessant finde, man kann Simulatorspiele damit spielen. Also im Simulator kannst du üben mit der Brille. Da kannst du als Monitor anschließen. Und wo kommt der jetzt hin? Der kommt in den Kopfband. Ja, das und das hat sogar so schöne Aussparungen. Ja, damit das nicht rausrutscht. Genau, nee, andersrum, das so. Jetzt, okay. Das ist ja wirklich schön. Ja, nur das sieht keiner, ne, wie du das machst. Ich probiere das mal, ich kann es ja mal. Auch hin und wieder. Kann man ja mal zeigen, aber ich will es erstmal selbst mal ausprobieren. Gleich habe ich wieder die ganzen Haare in der Brille. Aber der hat einfach so großen Kopf, das ist unmöglich. Das zeig das mal, wie das schön hier eingespannt wird. Wie viele 64 GB Karten da wohl drin sind. Hier einfach so. Filmst du noch die Kamera? Ich weiß nicht, ich hatte einen roten Punkt in der Ecke. Ich hoffe, das heißt, die filmen. So ist wenn da zwei Striche stehen, dann nicht mehr. Dann ist in der Pause. Dann wird das so längs da reingespannt. Sieht man das? Ja, ich glaube, so sieht man es. Könnte sogar still sein, während da vorne jemand was erzählt. Oder? Ja. Ja, wir glauben nur die. Ja, ich weiß. Passt dann genau rein. Die Kabel sind schön abgemessen mit der Länge, dass sie nicht so weit überstehen. Das ist fein.
Fein. Wieso also rutscht der Akku vielleicht auch aus dieser Schlaufe heraus? Also das nee, der ist, guck mal, der hat, das sitzt ja ziemlich gut. Nimm mal den Akku, der ist ja extra so geformt, dass so, das ja, hier so, wie so. Nimm ihn! Okay, also das, Sessel. Das heißt also, dadurch, dass der hier diese Nasen an der Seite hat, kann der also nicht so mal eben sich verselbstständigen. Ja. Weil ich fand das eigentlich mal mit so einer Tasche ganz cool. Bei der Sky Zone war das, glaube ich, der Fall. Da ist eine kleine Tasche, da steckt man die komplett so rein, okay, mit dem Verschluss. Ist natürlich ein bisschen klobig, aber auch toll gepolstert, weil wir so einen Akku, wenn man den hier so an der, ich mach das mal vor, wenn man so einen Akku hier an der Seite irgendwann hat, dann hat man auch so einen Abdruck da irgendwann, das ist auch nicht so, aber nicht so optimal. Irgendwer hat erzählt, dass der mit der Goggle 2, bei uns im Forum hat er erzählt, dass ihm bei der Goggle 2 der Akku am Kopf explodiert ist. Das ist Aua. Und das Problem ist, das kann ich sogar nachvollziehen. Tu dir da drauf. Ja, einfach drauf. Podest hier, ne? Ich kann das sogar nachvollziehen, weil der Akku in der Goggle 2, ich habe mal den Innenwiderstand gemessen, der braucht nicht so einen Innenwiderstand, haben nie gesehen. 150 Milliohm oder so. Das gibt's nicht. Die haben irgendwie Ausschusszellen da drin verbaut in diesen Akku. Oh, wei. Also das gut kann ich auch glauben. Dann lieber ein bisschen weiter weg vom Kopf. Ja. Ja. Also, ja, dieses meine läuft also locker 3 bis 4 Stunden. Ja, die verbrauchten ja nichts. Ne? Ja, ja, aber da wird aber auch kein Akku warm oder so und sowas. Ja, es hat halt dann eine hohe Serienstreuung, der Akku nimmt schon. Keine Ahnung. Also was mich tierisch genervt hat... Ja gut, ich habe auch so ein richtig schönes Ladekabel dazu, ne? Ja, das habe ich dir gebaut, aber wenn ja du das mit diesem Valkera-Lader laden... Ja, ja, gut, ja, gut. Was mich massiv gestört hat bei der Valkera Goggle 2 ist genau dieses Akkuteil. Weil irgendwie hatte ich das da immer so am Schädel sitzen. Entweder hat sich's in mein Hirn reingepresst oder ist mir dauernd runtergefallen. Da war das Bild weg. Na sowas. Ja, das Problem ist bei deinem Schädel auch, dass es größer als angesteckt. Moment, du hast das Ding 10-mal verloren, nicht einmal. Wir haben das alles auf nicht. Ja. Ich hab's noch nicht verloren. Hansi hat den idealen China-Lorn-Kopf. Ja, und also ich bin sehr gespannt wirklich auf die Valkera-Brille. Filmt denn noch die Kamera? Die drückt auch ein bisschen arg auf die Nase und... Ja gut, bei der ja kann man das jeder jetzt... Schönheitschirurg kann das ändern. Gut. Aber ansonsten, Bildqualität war ja auch bei der hier gut genug. Und ja, der ist wirklich überraschend gut. Die Leute sagen, wow. Empfangsstärke war auch super. Also es hat jetzt... War jetzt nicht problematisch, war gut genug, ich weiß jetzt nicht. Wir sind aber, wir fliegen nie so weit weg, von daher ist es ein bisschen schwer zu sagen. Also ich bin mit der Brille sehr zufrieden. Das ist so ein Rundum-Paket, du holst die dir einfach und dann geht die einfach. Also da hast du kein Problem. Jetzt muss ich mir einen Empfänger aussuchen, der so geht, wie ich mir den gerne jetzt hätte für Valkera. Da muss man erstmal Frequenztabellen lesen und was weiß ich. Ja, Headtracker musste kaufen, extra. Der ist da auch drin. Nee, ich glaube, da ist ein Headtracker auch drin. Natürlich hat die Headtracker. Die hat Headtracker. Was? Ja, logisch. Cool. Ja. Wusste ich noch gar nicht. Ja. Da steht hier Modular Headtracker Bay. Tja, ja, kein Headtracker. Kann jeder dazu kaufen. Aber Integrated Analog DVR. Also das nimmt schon mal die auf. Die Aufnahmefunktion. Und High Definition Media Interface und bla bla bla. 800x600 Bildschirm. Was hat die hier für einen Eingang? Ist das, wie heißt denn das? Das ist ein Ausgang für, Headtracker. Hat die einen Eingang? Ja, die hat einen ganz normalen AV-Eingang, genauso wie die, ja da. Ach, mit so einem Klinkenstecker dann. Ja, die hat ganz genauso wie die Fat Shark. Das ist genau dieselbe Stelle und genau das gleiche. Und dann auch Kopfhörer. Also mit der könnte ich theoretisch auch Filme gucken. Ja. Wow. Und sogar 3D bestimmt. 3D weiß ich nicht. Dann brauchst du eigentlich HDMI für. Nee, du kannst damit kein 3D machen, weil nicht jeder Bildschirm einzeln angeschlossen wird. Und das soll ja bei der neuen Valkera genau das sein, was so neu ist. Und die hat da auch Glasoptik. Und die Optik ist dann einfach besser. Das heißt, du hast auch durch mehr die Schärfe überall. Das verkratzt eben nicht so und vermutlich ist das durch diesen Lüfter nicht ganz so anfällig, weil bei dem beschlägt das sofort. Ja, ja, weil als es etwas kälter draußen war, konnte ich nicht fliegen, weil innerhalb von einer halben Minute meine Sicht vernebelt war. Es ist aber jetzt auch fraglich, wenn ich mal so die Lüfterausgänge sehe. Die sind ja jetzt hier an der Seite, nehme ich mal. Ne? Das sind ja hier diese Schlitze, soll ich das mal zeigen? Ja, also, wir zeigen mich. Also, ich habe keine Ahnung davon. Also die Schlitze, ja, jetzt sehe ich es auch, also die kommen hier so rum.
Und das Problem, was ich dabei sehe, ist, wenn man empfindliche Augen hat, dann könnte das sehr schnell ziehen an den Augen. Dann hat man brennende Augen. Muss man dann wahrscheinlich mal im Praxistest sehen. Ja. Nee, guck mal hier, wenn das Ding da drüber klebt, dann zieht das durch das Zeug durch. Ich glaube, das zieht einfach in das Schaum. Nee, es ist auch nicht so schlimm, weil ich kenne das vom Paintball-Sport her. Ja. Da hatten wir früher Masken mit zur Lüftung und das ging auch. Vielleicht nur einen kleinen Tipp. Ich habe ein Anti-Beschlagspray, das mache ich vorher drauf und dann beschlägt die auch nicht. Das hilft, ja. Ja. Ja, wie für Motorrad. Ja, vorher beim Optiker, Anti-Beschlagspray. Ja. Das hält dann doch für eine Stunde oder so, aber so lange hat man das in der Regel nicht auf. Ja, für 10 Minuten muss es durchhalten. Locker, ja. Knisterzeit. Schoko Unboxing. Knisterzeit. Ja, komm, dann mach ich auch mit. Hast du das mal gesehen? Nutella-Riegel? Oh Gott, was es hier alles gibt. Ja. Und das noch war die Kamera. Für Valkera-Fans eingeflogen aus Italien. Jo. Dann mal Mahlzeit. Ja, Leute, Mahlzeit. Jetzt haben wir die Brille angeboxt. Schokoriegel angeboxt. Fertig. Macht's mal gut. Ja. Gute Nacht. Mach aus, der Ablauf dauert wieder so lang. So hell wie das ist, würde ich eher guten Morgen sagen.